Die Zahl der Menschen, die genau wissen, was sie tun, um diese globale Dystopie zu schaffen, sind ein winziger Bruchteil der 8 Milliarden. 8 Milliarden können von diesen Menschen nicht kontrolliert werden, ohne dass diese 8 Milliarden mitarbeiten, ohne dass diese 8 Milliarden zustimmen. Das ist nicht möglich. Also gründen sie politische Parteien, damit die Menschen im Puppenspiel sich streiten können. Sie schaffen unterschiedliche Glaubenssysteme, die miteinander um die Vormacht kämpfen können. Und sie können uns spalten und beherrschen. Das Problem entsteht nur, wenn sie versuchen, mir ihren Glauben aufzuzwingen und ich versuche, ihnen meinen Glauben aufzuzwingen. Nur dann tritt das Problem auf. Denn sonst könnten wir sagen, also ich stimme ihnen in diesem Punkt nicht zu und sie stimmen mir in diesem Punkt nicht zu. Aber lassen Sie uns ein Bier trinken. Das ist kein Problem. Und wir werden darüber reden. Vielleicht überzeugen Sie mich. Vielleicht überzeuge ich Sie. Aber das ist kein Problem. Es gibt nichts, worüber man streiten müsste. Aber weil Glaubenssysteme gerne dominieren wollen, versuchen diese, anderen Menschen ihren Glauben aufzuzwingen. Und genau da haben sie das Problem. Da haben sie das Prinzip Teile und Herrsche.